Kunde, wie viel kostet denn ein Roggenbrot? Bäcker, kommt auf Ihr Gehalt an. Kunde, wie bitte? Mein Gehalt? Bäcker, genau, das ist ein neues Bundesgesetz. Roggenbrot kostet seit letzter Woche immer 0,5% des Netto-Monatseinkommens. Kunde, im Ernst? Das wären bei mir ja, warten Sie, ich hab's gleich. Das wären ja etwas mehr als 20 Euro. Bäcker, hoppala, da verdient wohl jemand 4 Riesen im Monat. Kunde, ja, ich bin Life-Coach. Bäcker, aha, wissen Sie, woran man einen Life-Coach erkennt? Kunde, nein, Bäcker, er sagt's Ihnen. Bäcker, so was nehmen Sie denn? Kunde, ich wollte ja eigentlich ein Roggenbrot, aber was können Sie mir denn noch empfehlen? Bäcker, also ich als Ihr Brotcoach kann Ihnen nur das Schwarzbrot ans Herz legen. Kunde, das hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm. Bäcker, deswegen haben Sie ja mich. Ich erweitere Live-Perspektiven. Kunde, ha, großartig. Okay, dann nehme ich eins. Bäcker, bestens, hier, mach 240 Euro. Kunde, hä, ich dachte, hier kostet alles 0,5% des Monatsgehaltes. Bäcker, korrekt, es ist nur so, das Schwarzbrot wird Ihre Leistungsfähigkeit um das 12-fache steigern. Demnach wird sich auch Ihr Gehalt entwickeln. Es ist ein perspektivischer Preis. Kunde, das klingt irgendwie unglaubwürdig. Bäcker, ja, natürlich, es ist absolut bescheuert. Es ist schon bescheuert, dass Sie die Geschichte mit den 0,5% geglaubt haben. Kunde, das ist ja eine Frechheit. Ich sollte Sie anzeigen. Sie erzählen den Leuten hier anscheinend nur Quatsch. Bäcker, na dann sage ich mal, willkommen im Club, Kollege Life Coach. Und jetzt raus hier.